ging dann 1982, 83 nicht ganz so glamourös los mit diesem Seca. Ein Auto, was irgendwie, glaube ich, viel Kopfzerbrechen bereitet hat, oder? Ja, wir sind halt dann bei Sauber gekommen. Da war ja auch so, dass der Sauber gesagt hat, wir machen einen leichteren M1. Mhm. Oder? Und so hat die Beziehung mit Sauber angefangen. Ich bin ja auch seine Sauber C6 gefahren. Das Auto war gar nicht einmal so schlecht, aber der Motor war eine Katastrophe, weil das war ein Ford 3,9. Der hat so vibriert, dass uns zum Beispiel in Le Mans alle Kabel abgeschmiert hat. Oder das. Nach 6 Stunden haben wir aufgehört, weil da hatten wir nichts mehr. War das der Wagen, wo Harald Groß auch mal die Türen weggeflogen sind, oder? Das ist möglich, ja. Ja. Und dann kam der C7. Da war ich immer noch mit Schnitzelier. Da habe ich gesagt, so, jetzt macht ihr mal einen gescheiten Motor. Da haben wir den BMW M1 Turbo. Den haben sie extra für mich hergerichtet. Und den haben wir dann in den Sauber C7 eingebaut. Der war ja sauschnell, der hat 1000 PS gehabt. Ja. Und da bin ich mit dem Stucki am Nürburgring gefahren und da hatte ich gerade meinen Riesenunfall. Da hat es mich einfach abgehoben. Ich habe keinen Fehler gemacht. Wir waren auch an vierter Stelle, wir waren gar nicht so langsam. Aber dann hat es uns überschlagen. Mhm. Aber das hat ja auch den Stefan Bellof auf dem Werksauto vorher überschlagen, kurz vor mir. Und da war das die saubere Geschichte mit dem C7 erledigt, weil das Auto war ja total Schrott. Hast du dich, das war bei extrem hohem Tempo, damit ein Auto abhebt, muss man schon ein paar km/h drauf haben. Wie hast du den Unfall erlebt? Du bist dann irgendwie... Ja, den Unfall habe ich erlebt, weil ich war ja im Auto. Ja, klar nicht, aber wie hast du den erlebt? Das ist so, dass du auf einmal halt nicht mehr lenken kannst, da weißt du gar nicht, was los ist. Ich war ja 900 Meter auf dem Dach. Das musst du dir mal vorstellen, dass ich heute alle Hände noch habe und der Kopf war bis auf den Helm, also der Helm war bis zum Kopf, halt war der kaputt. Gell? Und mich haben sie ja nicht mehr aus dem Auto genommen. Sie wollten mich nicht rausnehmen, weil ich immer mit den Streckenposten am Abend einsaufen gegangen bin. Und sie sagten, du nimmst den Walter raus. Nein, ich nehme ihn nicht raus. Die haben alle gedacht, ich bin tot. Und irgendwann haben sie mich dann von der anderen Seite rausgerissen. Das war ein rechtsgesteuertes Auto und sie haben mich links rausgenommen. Und dann war ich 7 Stunden im Adenauer Spital. Nach 7 Stunden bin ich erwacht. Und dann habe ich da von weit her eine Krankenschwester gesehen. Aber jetzt hat sie, ich habe Hunger und Durst, geben Sie mir zu essen und zu trinken. Da hat sie gesagt, dieser Mann ist sicher nicht normal. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, wissen Sie, Mädchen, Sie haben so recht. Und wer hat dich im Krankenhaus besucht? Ich glaube, wer hat denn das erzählt? Ich glaube, kann das sein, Harald Groß? Ja, der Stucki. Der Stucki? Der Stucki ist gekommen. Ja, der war ja mein Beifahrer. Ja, ja. Der ist ja stark gefahren. Das ist ja sehr früh gefahren. Passiert und ja. Und die haben dich im Krankenhaus besucht und du hast den gleichen Blankoscheck in die Hand gedrückt, oder? Nein, ich habe dann gesagt, jetzt wartet mal, oder? Ich komme bald wieder. Ja. Okay. Aber das Größte war dann, ich war im gleichen Zimmer. Ich hatte die gleiche Krankenschwester. 5-6 Wochen vorher war ich schon im Spital, weil da hat der M1 gebrannt. Da hat es die Kurbelwelle gejagt und das ganze Öl ist rausgekommen und ich war mitten im Feuer. Und dann hatte ich wieder das gleiche Zimmer. Gell? Und das zweite Mal habe ich mich verabschiedet, habe sicher ein Trinkgeld gegeben dem Mädchen. Und dann hat sie gesagt, tschüss, Herr Brunn, wann sehen wir uns wieder? Habe ich gesagt, du Drecktante, du. Mit Spaß natürlich. Ja, Wahnsinn. Hast du eigentlich mal nach so einem Unfall kurz überlegt, ob das noch das Richtige ist, Rennfahrerei, oder ob man das aufhören sollte? Nein. Du, wenn man sowas denken will, dann muss man, dann darfst du nicht mehr schnaufen, dann lass dich gleich kremieren, oder? Schau mich an, nächste Woche werde ich 78 und habe noch nie eine Tablette gegessen, war noch nie krank. Zweimal haben sich fast tot gemeldet, aber ich bin immer noch da. Und dann denkst du gar nicht solche Sachen. Mache ich nicht. Zum Glück. Und dieser Seca, den bist du auch mit 3 Motoren gefahren, ne? Also was du erzählt hattest mit BMW, Cosworth und Porsche irgendwie. Ja, wir haben dann einen gebaut, aber das war nicht mehr der Seca. Achso, okay, das war der Sauber. Das war mein eigenes Chassis, da haben wir den Porsche-Motor eingebaut. Okay, also das war
Nicht der größte Wurf, oder? Also mit drei verschiedenen Motoren auf dem gleichen Chassis zu arbeiten. Nein, also original war ja fort, gell? Da konnten wir nichts machen. Gell? Und das war nichts mit dem 3,9 Liter. Ich habe auch dem Sauber gesagt, du bitte, du noch in Le Mans den 3,3 Liter rein, weil der vibriert nicht, dann hätten wir vielleicht das Rennen fertig gefahren. Mhm. Das Auto ging gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt probieren wir mit dem Auto einen M1-Motor, Turbo da reinzubauen. Das ging dann leider auch schief. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Dann habe ich Porsche gekauft. Und das war kurz entschlossen in Le Mans, oder? Ja, in Le Mans habe ich dir vorhin erzählt, dass der Motor, der jedes Mal ist der Anlasser, da hat es das Kabel abgekappt. Das war eine Katastrophe. Und dann bin ich zum Jürgen Bark gegangen, habe gesagt, du hast ja noch so einen 962. Er sagt, ja, ich habe noch den letzten vielleicht. Probieren wir es mal. Ne? Ich hatte telefoniert, sagte, ja, ist noch frei, aber du musst heute unterschreiben. Dann habe ich in Le Mans unterschrieben. Direkt nach, also während dem Rennen noch, habe ich gesagt, so, ich brauche so ein Auto. Dann haben wir das bekommen. So hat dann eigentlich Brumm Motorsport richtig angefangen. Das ist so richtig der Durchbruch. Ne? So, ja. Wir hatten auch sehr, sehr, sehr gute Fahrer auf diesen Autos. Wir waren auch ein gutes Team. Und ja, so geht das halt weiter. Wie geht denn das eigentlich so los? Also du hast so einen Mechanikerstamm, die so fix bei dir sind. Und du hast natürlich viele Kontakte zu Fahrern gehabt. Aber du hast dann immer, ja, die Fahrer wussten ja alle, also so erzählen sie zumindest immer, die wussten, dass sie bei dir auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Die schwärmen noch heute von den Zeiten bei Brun Motorsport. Jeder Fahrer, der bei dir gefahren ist, sagt, das war die schönste Zeit seines Lebens. Was war dein Geheimnis, was du den Fahrern geboten hast, was die Werke nicht konnten? Ja, schau mich an, ich bin halt ein lustiger Kerl und bei mir geht Handschlag gilt und sie sind auch recht bezahlt worden. Und wir hatten sehr, sehr gute Autos. Wir haben super vorbereitete Autos gehabt. Und was natürlich wichtig ist, ich habe diese Fahrer alle vorher gekannt. Ich wusste, wie schnell die sind. Ich bin dann gegen die Leute gefahren. Habe gedacht, den brauchst. Du hast ja vorhin gesehen, wir haben ein Mädchen angestellt hier im Restaurant. Und da macht es Klick, oder es macht nie Klick. Oder? Und wir hatten wirklich sehr, sehr gute Fahrer. Und wenn du dir vorstellst, meine, fast alle Porsche-Werksfahrer sind einmal bei mir gefahren. Und das spricht schon Bände, oder? Wenn die nichts zu tun hatten beim Werk, sind sie bei mir gewesen. Ja, ob das der Bell ist, ob das der Maas ist, ob das der Belloff war, gell? Der Stucki. Und die fühlten sich einfach wohl bei mir. Vielleicht der Stucki speziell, weil ihr auch beim Thema Mädels und auch sonst Späßen ungefähr auf einer Wellenlänge wart. Ja, wir waren natürlich, in der Beziehung waren wir fast seelenverwandt. Aber und wir kannten uns natürlich von BMW, oder? Wir sind auf dem gleichen Auto gefahren, oder? Da ein Auto war Winkelhock Quester und ein Auto war Stuck Brun und da war immer was los. Kannst du dich noch an bestimmte Geschichten erinnern, die man vielleicht erzählen darf? Ja, also, erzählen darf ich eigentlich alles, gell? Wieso soll ich nicht alles erzählen? Ja, dann raus damit. Also eine ganz gute Geschichte ist sicher, wir waren im Schloss Fuschel, Salzburg. Da waren wir ja Europameisterschaft gefahren. Und dann haben die mir vom anderen Team tote Mäuse ins Bett gelegt. Und ich habe eine Freundin, das war eine Bauerntochter, und ich bin Bauernsohn, das hat uns nicht so geärgert, dass wir ja jetzt tote Mäuse im Bett haben. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, warte nur. Am anderen Tag bin ich nach Salzburg gegangen, da habe drei weiße Mäuse gekauft, lebendige. Habe die dann ins Zimmer getan, vom Quester. Jetzt kannst du dir vorstellen, was am Morgen um 3 da los war. Das muss ich nicht mehr erzählen, aber das war die Retourkutsche. Wer war für dich da damals der wildeste? Quester, Stucki? Ja, der Stucki war schon der Schlimmste. Der Stucki? Ja, der Stucki war der Verrückte, ja. Er hat mich in Kilami, hatte mich da ins Wasser reingeworfen, voll angezogen. Ich bin morgen hingekommen, habe Grüß Gott gesagt. Ja. Und dann kriege ich einen Schubs und mit meinen Kleidern, samt allem drum und dran, bin ich da im Wasser gelegen. Ja, wie das warte nur, du Alunke, du. Ja, 2 Tage später kommt er zurück, hat ein großes Ding, hat gesagt, ja, ich bin Bestzeit gefahren, ja. Dann hat er von einem anderen Schubs bekommen. Ja, kannst dreimal raten, von wem.
Aber war das die Situation, wo du gar nicht schwimmen konntest oder wo du da fast untergegangen bist? Nein, das ist noch eine andere Situation. Das war beim Schnitzer. Beim Schnitzer. Ich bin ja im Entlebuch geboren, da haben wir ja keinen See, ich konnte ja nicht schwimmen. Das war ja der Mont Ventoux, da, Berger-Europameisterschaft damals. Und dann haben wir Bestzeit gefahren im Training. Da hatte Josef telefoniert von Freilassing und hat gesagt, so, jetzt hört ihr auf, sonst geht der Motor kaputt. Bei ihm ging immer der Motor kaputt. Bevor er kaputt gegangen ist, war er schon kaputt. Und dann hatten wir es lustig da am Pool, gell? Dann haben sie mich da reingeschmissen und ich konnte nicht schwimmen. Hab's aber schnell gelernt nachher. Ich wäre fast versoffen, die haben gedacht, ich mache Blödsinn, oder? Aber ich konnte wirklich nicht schwimmen, gell? Hab ich da gerudert und so. Das erste bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, so, und jetzt lerne ich schwimmen. Okay, im Alter von Mitte 20? Oder wie alt? Nein, das war 71. 71? Ja, die Berger-Europameisterschaft damals. War ja Mont Ventoux, war das vierte Rennen. Ja. Nach Rossfeld war das Mont Ventoux nachher. Mit 30 Jahren? Ja. Okay.